Der Mini. Oh nein, Junge, ich spiele gegen einen Pro-Player. Lol, du spielst gegen dieser Poron, das ist doch. Über welchem Team hat er gespielt? War der nicht so in einem. War der nicht CL Asia sogar? Moin Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren YouTube-Video auf meinem Kanal. Heute gibt's ein Draft-Royal gegen Loel. Draft-Royal kennt ihr vermutlich schon von zum Beispiel Wixman, dort machen wir öfter Duelle. Dort gibt es dann aber mehr Karten, als man überhaupt picken kann. Ich glaube, das machen wir immer mit 32 Karten und man pickt dann 24 zu dritt, weil ja logischerweise jeder 8 Karten pickt. Und wir machen jetzt ein Draft-Royal 1v1. Das heißt, wir haben nur 16 Karten zur Verfügung und jeder pickt 8 Karten. Das heißt, es können extrem schlechte Decks entstehen, aber auch extrem gute, wenn man halt Glück hat. Und je nachdem macht es dann auch immer oder hat man einen großen Vorteil, wenn man zum Beispiel als erstes picken darf und dann ist nur eine Win-Condition da und so weiter. Da können sehr verrückte Decks entstehen. Und das Ganze machen wir dann in der Grand Challenge. Das könnte interessant werden und auch nicht so einfach. Mal gucken. Ich wünsche viel Spaß mit dem Video. Ich glaube, ich nehme ehrlich gesagt den Golem. Okay. Mal gucken, was du jetzt nimmst. Du darfst halt jetzt zwei Karten nehmen. Moin Kuchenmammut, was geht ab? Moin an alle, die hier neu am Start sind. Wie gesagt, wir machen gerade einen Draft Royale mit nur 16 Karten. Also wir haben immer nur 16 Karten zur Auswahl, das heißt, es werden sau komische Decks entstehen. Und damit spielen wir in der Grand Challenge. Gerade stehe ich 2-0, Loel 1-1 und ja. 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 Okay, was machst du jetzt? Achso, du hast schon gewählt, Will. Ich bin lost. Ja. Okay, du hast Nade und Rinskeld gewählt. Okay, Nade und Rinskeld ist natürlich eine starke Kombination. Dann nehme ich. Es gibt einige starke Karten. Ich würde sagen, ich nehme den Prinz auf jeden Fall. Der passt halt perfekt in mein Deck. Und dann würde ich noch sagen, ich nehme die Minions. Ja, ich würde sagen, ich nehme die Minions. Okay, mal gucken, was du jetzt willst. Ich nehme mal den Mortal, ich war in Win Condition. Krass, wie Bixman letzte Zeit pusht, ja, mit Graveheart ist er gerade gut dabei. Ist er gut dabei. Ich werde die Tage auch wieder versuchen, Ladder richtig hoch zu pushen, aber aktuell gibt es nicht so geile Decks, muss ich sagen. Ich warte gerade so ein bisschen darauf, bis ich wieder so ein richtig geiles Deck finde, mit dem ich dann hochpushen kann. Ladder ist gerade komisch in der Zeit, aktuellen Zeit. Die Meta ist ein bisschen weird. Okay, du hast Executioner und Mortar gewählt. Warum? Okay, du spielst Riesenskelett und Mortar. Okay, interessant. Finde ich interessant. Dann nehme ich auf jeden Fall die Skelette. Die passen gut in mein Deck. Und dann nehme ich noch die Flying Machine. Ich habe eigentlich bis jetzt ein solides Deck, aber es fehlen halt wieder komplett die Zauber. Okay, du hast Nado. Du hast Nado. Ja, ich hab Nado. Kannst du Loel lauter stellen? Ja, ich kann Loel ein bisschen lauter stellen. Zu meinem. Sag nochmal was, Leute. Ich habe noch Bats und Ghost genommen. Jetzt solltest du lauter sein. Leute sollen dich besser hören. Schreib mal rein, ob es sonst besser ist jetzt. Okay, okay. Was nimmst du jetzt? Ghost und Bats. Okay, das ist eine starke Kombi von dir. Boah, es gibt echt nicht mehr so viele Karten, ne? Man muss halt. Jeder von uns kriegt zwei Gebäude. Oh, wie lost. Nehme ich den Fischer auf jeden Fall. Und dann nehme ich noch die Pumpe. Die passt, glaube ich, am besten. Ah, wobei denn. Ja, doch, ich nehme die Pumpe. Auch wenn sie absolut schlecht ist, aber ich muss sie eigentlich nehmen. Ist besser? Okay, perfekt. Hallo, Mensch, meiner Kamera. Ich muss doch den X-Bogen nehmen. X-Bogen und Cage. Du nimmst X-Bogen, okay. Du hast jetzt X-Bogen Mord. Okay, was ist das schon wieder für ein Deck? Ich baue schon mal ein Deck zusammen. So, er hat ein Poison, okay. Ungünstig. Ich spiele einfach mal einen Fischer hinten. Mal gucken, was er noch hat. Wir spielen eine Flying Machine. Er weiß jetzt, dass ich den Pumpe habe. Das war halt ungünstig, aber naja. Was will man tun? Ich würde sagen, ich spiele jetzt eine Koboldhütte. Ich spiele die, glaube ich, ein Feld nach oben. Er könnte Graveyard spielen? Ja, er müsste eigentlich Graveyard spielen, oder? Ich mir das so angucke. Aber der hat kein Barbarer. Der hat Lock. Ich würde sagen, ich spiele den Prinz hier hin. Okay, das war fake. Ich wollte ihn eigentlich einen Tick früher spielen, damit er den Baby Dragon tankt, aber na gut, ist halt auch nicht so relevant. Wenn ich jetzt halt die Pumpe spiele, würde er wieder Poison spielen. Ich spiele mal jetzt. Vielleicht hat er wenig Elixier oder so. Und dann lässt er rechts den Prinz noch durch. Ne, okay, er spielt noch Eismeier, dadurch hat er, glaube ich, kein Elixier für die Pumpe jetzt. Und kann kein Poison spielen, was halt natürlich geil für mich ist. Ja. Spielen wir den Golem. Macht er jetzt?
verteidigt er oder geht er rein? Okay, er geht rein, okay. Wir spielen die Minions, Skelette. Okay, er bringt kein Poison, hätte ich jetzt erwartet. Okay, er hat keine Elixir dafür. Ja, er hat ein bisschen reingefällt. Ich würde sagen, wir spielen jetzt den Prinz und haben dann gleich eine Flying Machine ready. Das sieht recht gut für uns aus. Wobei, er hat wieder einen Bomb Tower, ne? Flying Machine auf den Baby Dragon. Ja. Ich spiele noch einen Fischer, falls er jetzt so einen Ritter spielt oder so. Er müsste jetzt theoretisch gleich einen Ritter spielen, okay. Ich spiele noch die Minions. Wenn er jetzt einen Poison bringt, wäre natürlich gut von ihm, aber macht er nicht. Okay, sehr schön. Fischer ist am Turm. Wir können die nächste Pumpe spielen, weil er Poison rausgespielt hat. Jetzt könnte Töse nicht mal getroffen. Ja, den nicht mal richtig getroffen, der Turm ist down. Okay, ich muss sagen, ich habe echt Glück gerade. Meine Gegner fällen halt echt extrem rein. Okay, ich glaube, ich lasse es einfach durchlaufen. Ich habe kein Spell, um das so richtig zu verteidigen. Und ich wüsste nicht, wie ich es jetzt hätte verteidigen sollen. Nur ein Prinz oder Flying Machine reicht nicht. Auch wenn es natürlich jetzt riskant ist. Okay, der Prinz ist... Oh, das war so schlecht, Mann. Der Prinz läuft halt einfach vor. Ich bin Fischer. Ich denke, kann deinen Push immer easy verteidigen. Ja, theoretisch ja. Wenn er nicht reinfällt, dann kann er das eigentlich verteidigen. Ja. Ich spiele die nächste Pumpe. Ich spiele hier einen Prinz drauf. Ich spiele noch eine Flying Machine. Ja. Ich spiele den nächsten Fischer einen Knick, einfach um den Ice Mager wegzuziehen und den Baby Link zu tanken. Okay, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Jetzt können wir den nächsten Golem spielen. Er hat halt viel Elixier investiert, wobei jetzt könnte er auch reingehen. Er spielt einfach nur ein Poison, okay. Ich spiele Skelette, den nächsten Prinz. Gut, die Skelette war ein bisschen fail. Puh, er kann es eigentlich echt immer verteidigen. Ja. Ich spiele den nächsten. Okay, jetzt kann ich hier eine Flying Machine spielen. Den nächsten Fischer. Spielt er da jetzt einen Baby Dragon hin? Nee, macht er nicht. Er fällt den Poison schon wieder. Ich spiele den nächsten Golem. Oh, du bist aber sehr gebaut. Oh mein Gott, die Flying Machine ist einfach gestorben von der Bombe. Ich spiele den nächsten Minions. Den nächsten Prinz. Kommen wir damit jetzt durch, ist die Frage. Fischer ist dran. Ich spiele noch eine Flying Machine Knick. Knickpick kommt, der muss jetzt helfen. Ja, okay. Ja, das sollte es sein. Aber ich muss sagen, er hat halt auch echt. Okay, warte mal. Vielleicht ist es sogar noch nicht. Doch, die Flying Machine sollte den Tower holen. Er hat kein Reset. Schönes Game. Schöner Win. Und damit stehe ich 3-0. Ey, dass wir überhaupt 3-0. Dass es überhaupt möglich ist, 3-0 mit diesen Decks zu stehen, ist insane. Weil die GC ist aktuell so tryharder eigentlich. Aber ich habe auch echt Glück mit den Gegnern. Die Gegner waren halt echt nicht so gut. So, Loa ist dran. Loa spielt jetzt mit seinem Riesenskelett Mortar X-Bomb. Denk, jetzt bin ich mal gespannt. Also jetzt bin ich wirklich mal gespannt. Okay, Shit Sparky. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es sogar schon eine Seite, wo es sowas öffentlich gibt. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Aber das hier ist halt nur eine Seite für ein paar Leute. Es gab viel, nein, aber ich glaube nicht, dass es mehr noch gibt. Ja. Ich habe schon länger ein iPad. Ich habe noch nie gestreamt auf dem iPad. Aber in letzter Zeit fand ich es mal wieder angenehmer, auf dem iPad zu streamen. Vor allem, weil ich jetzt hier auch mit Elgato streame. Und da ist es eigentlich auf dem iPad recht entspannt. Okay, was spielt der bitte? Great Jungle, wie so etwas? Okay, spielst du X-Bomb defensiv? Kann man machen. Ich meine, du hast ja auch noch Mortar, ne? Du hast ja auch noch Mortar. Du kannst einfach X-Bomb defensiv spielen und dann Mortar an die Brücke. Mein. Was für dich die schlechteste Karte der Meta? Gute Frage. Ich würde sagen, was ist aktuell am schlechtesten? Also, sowieso, der Spiegel ist immer noch eine der schlechtesten Karten. Er ist einfach nicht stark. Was gibt es ansonsten, was extrem schlecht ist aktuell? Muss ich gerade mal überlegen. Mir würden einige Karten einfallen, aber dafür musste ich einmal kurz durchs Spiel gucken. Pumpe ist halt noch sehr schlecht, genau. Was gibt es noch, was so richtig schlecht ist? Ja, Heal. Also es sind halt vor allem Spells wie Heal und Spiegel. Dann sowas wie Pumpe ist schlecht. Aber ja. Drei Müslis, ja, die drei Musketiere gehen, aber klar, die kann man trotzdem noch spielen. Die sind nicht super schlecht, aber ja. Okay, spielt Pekka, Sparky. Also dein Gegner spielt absolutes Random Deck. Er spielt Pekka, Sparky, Magier, Magic Archer, Poison. Ja. Okay, Expo hinten. Erdbeben ist stark. Erdbeben kann stark sein. Ja, ich bin schon gut. Er spielt gleich einen Packer dafür oder so. Ja, glaube ich auch, oder? Hä? Was macht er da? Er hat kein Elixier für einen Packer. Boah, das Matchup sieht irgendwie nicht so nach Spaß aus, muss ich gerade sagen, Leute.
Du kriegst halt verteidigt, aber du musst halt jedes Mal so viel Elixier aufwenden. Sparky ist halt so ein Tod für unsere Challenge, weil wir halt keinen Spell haben. Aber du playst ihn dann eigentlich mit den X-Bögen so. Er weiß halt gar nicht, was er dagegen machen soll. Er weiß es halt überhaupt gar nicht. Er lässt doch gerade vorlaufen, okay, Pekka. Jetzt kommt der Mortar. Aber das Problem ist, wenn er halt einen Sparky spielt, du kannst nichts machen. Okay, der Mortar ist schon mal dran. Ja, das ist wieder Damage. Okay, der Mage geht down. Ja, mein Mord hat wieder Damage gemacht. Ja, das ist guter Damage, ja. Er lässt wieder full laufen. Spielt wieder X-Bomb defensiv. Einer war letzte Season auf 8k mit 3. Ja, wie gesagt, Nilas, es gibt, also zum Beispiel Jewel ist ja auch extrem stark mit 3 Musketieren. Der war letzte Season auch recht hoch. Also 3 Musketiere sind auf gar keinen Fall jetzt eine der schlechtesten Karten aktuell. Da gibt es deutlich schlechtere. Aber sie auf jeden Fall nicht solide. Moin Felix Rush, was geht ab? Ja, wir machen gerade ein Draft-Royal-Duell mit nur 16 Karten. Das heißt, wir werden extrem komische Decks hier bilden teilweise. Da es halt nur 16 Karten gibt. Das heißt, es können einfach auch, theoretisch können nur Gebäude und Spells kommen in der Auswahl. Das ist halt unwahrscheinlich. Aber könnte passieren so. Wir können halt so schlechte Decks haben. Und wir spielen in der Grand Challenge, deswegen eigentlich eine unmögliche Draft-Royal-Challenge. So kann man sie auch nennen. Das ist einfach die unmögliche Draft-Royal-Challenge. Alter, Junge, wie hältst du dich gegen den Typen? Du führst einfach. Du hast einfach nichts gegen den Sparky als Reset und so weiter. Das schmeckt dich überhaupt gar nicht. Wenn ich daran denke, gerade dein Deck spielen zu müssen, aua. Boah, der Magier muss jetzt reinlaufen in die Bombe gleich, das wäre perfekt für dich. Läuft er rein? Ne, er läuft nicht rein, schade. Okay. Ah, der Magier geht fast down, aber nicht ganz. Okay, jetzt ist er down. Ey, du führst dann einfach, wobei, warte mal, der Poison. Jetzt führt er gleich. Du führst noch mit ein paar HP. Oh mein Gott, warte, er kriegt den nächsten Poison, was er hin. Du musst irgendwie Damage bekommen. Nein. Oh mein Gott, wie close ist das? Du kannst vielleicht gleich den Magier in den Nado in die Bombe ziehen oder so. Nee, du machst den weg, okay. Oh mein Gott, der eine Hit. Nein. Er macht den Poison auf den falschen Turm. Ah, warte mal. Ich glaube, du hast gewonnen. Ich glaube, du hast es einfach gewonnen. Oh. Was? Wie hast du das Game gewonnen? Oh mein Gott, du hast ihn so outplayed. Holy shit! Okay, das hast du auch verdient gewonnen. Das hast du verdient gewonnen. Okay, dann jetzt stehen wir 3-0 und 2-1. Ey, ich hätte nicht gedacht, wir könnten so 1-3 oder so rausgehen. Wobei, man kriegt da teilweise random Gegner, muss man dazu auch sagen. Okay, wir wechseln wieder die Szene und starten das Ganze neu. Jetzt bist du wieder Erster. Das Ding ist, das letzte Mal, als du Erster warst, da gab es ganz viele Win-Conditions. Bei mir gab es immer nur so eine gute irgendwie. Mal gucken, wie es jetzt ist. Vielleicht einmal nur Gebäude oder so. Nein. Okay, Lava-Hund, Goblin. Es gibt wieder zwei Win-Conditions. Es gibt eine auf dem Boden, eine in der Luft. Einer von uns wird Lava-Hund spielen und einer von uns wird Goblin-Hund spielen. Fühlt eigentlich nichts dran vorbei. Ich nehme beides. Ja, oder? Nee, ich kann beides nehmen. Also, du kannst ja nur eine am Anfang nehmen. Und dann könnte ich ja beide nehmen, theoretisch. Außer ich wähle ein Backup und du nimmst dann nicht beides, ne? Oh Gott. Boah, Alter, das ist schon wieder so weird. Die Decks sind schon wieder so weird. So absolut weird. Ich nehme den Goblin-Hund. Du kannst Lava spielen, wenn du Bock drauf hast. Okay. Moin Josenator, moin Klausemann. Ich hab Hunger, ja, ich hab auch ein bisschen Hunger, muss ich auch sagen. ja, ich muss den Lava nehmen, weil es ist zu risky. Du könntest halt einfach gleich wirklich sonst den Lava nehmen, weil Lava und Goblin Giant ist gar nicht mal so schlecht und ich hätte dann keine Win-Condition. Da wäre ich ja so lost. Ich nehme auch das Megamin auf jeden Fall. Ich muss irgendwas in der Luft haben. Es gibt nur eine Karte, die in der Luft ist. Und es gibt auch fast nichts gegen Luft. Eigentlich muss Loe Execution oder Inferno Tower nehmen, sonst hat er nichts gegen Luft. Das ist ja so lost. Ja, ich muss dann Axe nehmen. Und dann nehme ich Lumberjack. Ich brauche halt Lumberjack ist stark. Was ich jetzt mache, ich versuche einfach Loe die Spells wegzupicken, weil das Ding ist halt, Feuerball und Pfeile sind halt sau stark für mein Deck. Oder für Lavahund und sind einfach zwei solide Spells. Ich muss halt irgendwie versuchen, ein Deck daraus zu bauen. Jetzt hat Loa halt nur ein Erdbeben, was halt... Oder Erdbeben und Rocket natürlich. Boah, was wäre dumm, wenn ich noch einen dritten Spell kriege. Shit. Das war vielleicht dumm von mir, zwei zu nehmen. Mal gucken. Bait mit Prinz Guards. Ja, könnte man halt echt nehmen. Okay. Hm. Okay, dann nehme ich auf jeden Fall die Guards. Wobei, nehme ich die? Ich überlege gerade. Ja,
weißt du, was ich mache? Ich glaube, ich nehme tatsächlich wirklich... Ich nehme wirklich den Inferno Tower. Und die Guards. Okay, okay. Erst die Guards, dann den Inferno Tower. Ich glaube, ich mache das so. Ich glaube, ich mache das so. Ja. Floppy, ganz kurz, Floppy Points, oder Floppy Coins eher gesagt, sind Floppy Coins, die kann man verdienen, wenn man followt, einfach wenn man dann einen Stream schaut, ansonsten wenn man halt zum Beispiel Subs, Subs vergiftet, whatever, Bits sheared, aber hauptsächlich kann man einfach durch Zuschauen des Streams halt Floppy Coins bekommen. Allerdings dauert es lange, bis man 10.000 Floppy Coins hat. Wenn man 10.000 hat, kann man sich einmalig mit Friendling kaufen, aber das können nur 10 Leute. Das heißt, wenn 10 Leute es gemacht haben, ist es weg. In Zukunft werden dann Turniere kommen, Schlag den Floppy und so weiter, wo man sich halt in eine Verlosung reinkaufen kann mit den Floppy Coins. Das werden wir machen. Mal gucken. Alter, vielen Dank für den Host, Jona, mit 115 Zuschauern. Ich hoffe, du hast einen entspannten Stream und vielen Dank für den Host. Wir machen auf jeden Fall demnächst auch mal wieder COC zusammen. So, was nehme ich jetzt? Du hast Erdbeben und Goblin Dank genommen. Ich muss sagen, dein Deck sieht eigentlich voll solide aus. Das Ding ist halt eigentlich, eine Rocket zu nehmen, für mich macht keinen Sinn. Ich glaube, ich muss eigentlich Royal Ghost und Prinz nehmen. Weil ich habe schon alles. Ich habe alle Spells, ich habe ein Gebäude. Ich nehme Prinz und Royal Ghost. Okay. Dann nehme ich den Rocket. Also schon wieder sau weirde Decks, aber ich meine, was will man erwarten bei der Challenge? Das ist halt wirklich die unmögliche Draft Royale Challenge. Cool. Ihr seht hier gerade die Decks, die wir gerade beide haben. Und ich stehe 3-0, Lloyd 2-1. Und ja, es geht darum, wer natürlich mehr Siege hat. Viel Glück, danke, danke, danke. So. Okay, ich spiele Hawk Wizard. Interessant. Echt interessant. Hey, es ist ja auch mein Stream, Sage of Weed. Ist ja logisch, dass ich dann mehr rede, lul. Ja. Karl, das tötet Menschen, nice. Ja, definitiv, Karl. Okay, noch Mini-Packer. Oh, ich habe nicht so viel gegen Mini-Packer. Ja, das stimmt. Okay, Hawk-Bets, die Bets laufen aber vor, aber irgendwie, hä? Die Bets waren vor dem Hawk, aber irgendwie hat der Home trotzdem den Hawk dann gehittet. Das war ein bisschen weird. Okay, ich spiel. Hä, was ist bitte? Ich habe den noch Erdbeben, oder? Oder Rocket. Nee, ich glaub, ich spiel das und Rocket. Also, achso, du meinst, was er hat? Ja, weil ich glaube, ich spiele das Hawk-Deck mit der... Aber nur statt Mast spielt der Magier. Ja. Ja, das könnte Rocket sein. Aber es könnte halt auch ein Feuerball oder ein Poison oder so sein. Die Leute spielen da verschiedene Spells in dem Deck. Er hat Mini-Packer Eiskolum gegen dich. Er hat eigentlich eine sausolide Defense. Okay, der Magier. Ist natürlich auch okay, aber... Starke Rocket. Oh, stell dir vor, er hätte einen Mini-Packer da reingeplaced. Oh mein Gott, wäre das krank gewesen. Okay, das ist schon dein Turm. Das war. Ja, wieso verteidigst du das noch? Das war krass viel Damage. Das war krass viel Damage. Ja, ich weiß nicht, wieso er reingegangen ist mit Hawk. Das war interessant. Okay, macht er wieder. Guck mal, da kommt. Du hast den Goblin Cage. Solide, solide, solide. Ich muss einfach immer sein Wizard Dings Rocketen. Die 10.000 Floppy Coins haben schon so 20 Leute, aber von diesen 20 Leuten haben fast alle meine FL, deswegen, ich glaube, nur maximal ein oder so hat die schon gekauft, deswegen, ja. Können das auf jeden Fall noch Leute kaufen. Okay, ich spiele den Lumberjack, so wie wir. Aber der Mini-Packer killt den Lumberjack. Oh, oh nein. Was? Oh mein Gott, das war natürlich bitter. 24 Sekunden, okay, du musst auf jeden Fall nochmal zum Erdbeben cyclen. Aber du hast auch schon so viel Damage am anderen Turm gemacht. Sollte eigentlich klar gehen. Oh, warte, der Snowball war gut von ihm. Nee. Oh mein Gott, du hast es. Okay, der holt meinen Turm. Oder? Ne, holt den Turm nicht. Oh mein Gott. Du hast fast gechoked, Bro. Ja, aber ich sag mal so, selbst wenn er den Turm bekommen hätte, du hättest ja wieder auf den anderen gehen können, weißt du? Deswegen. Okay, ich spiele gegen den Rangier. So, jetzt darf ich mein komisches Lava-Deck auspacken. Boah, ich habe auch keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Ich glaube, ich warte einfach erstmal. Weil Doppel-Elixier-Zeit ist auf jeden Fall gut für mich. Okay, das spielt eh was. Ich spiele den Royal Ghost. Mal gucken, was er spielt. Okay, ich spiele eine Musketierin. Spiele ich einen Prinzen. Und ein Bandit, okay. Ja, ein Miner, Bandit und Musketier. Was ist das für ein Deck? Zuerst dachte ich Ballon, aber.
Da passt die Banditin nicht so richtig rein. Oh, der spielt Morte. Morte Valk. Stimmt, das könnte Morte sein. Ist Morte geil für mich? Ich glaube, es ist Morte. Okay, es sind Mauerbrecher. Könnte aber auch noch trotzdem Morte sein, aber nee, könnte auch einfach mal Wallbreaker Cycle sein. Mal gucken. Okay, wir spielen den Ghost. Okay. Ja, das geht klar. Er spielt die Banditin. Hm. Prinz. Okay. Erstmal alles noch okay. Aber ich habe halt auch die Pfeile, aber er wird mich halt safer zeigen können. Das könnte ein Problem werden. Spielen wir die. Das war close. Ich halte die Wächter bereit. Okay, ich spiele jetzt hier. Oh, die Musketierin ist nicht in Turmreichweite. Ich muss einen Lavan spielen. Das ist aber okay. Wenn er jetzt kein Reset hat, dann. Ich spiele auf jeden Fall noch den Ghost. Er hat gerade eh nichts zum Pressuren. Und jetzt hat er halt wieder die Musketierin. Boah, das ist sau schwierig, das Matchup, habe ich das Gefühl. Ja, und der ist einfach Cycle, Bro. Okay, jetzt hat er Mega Knight. Okay. Ich spiele auf jeden Fall mal den Inferno Tower. Prinz. Guards. Ich spiel mal die Pfeile, auch wenn ich sie eigentlich für die Mauerbrecher brauche, aber weil ich die Bats ausschalten will. Ich spiel einen Mega mit den Händen. Lava-Hund. Okay, das habe ich mir gedacht, jetzt kann ich einen Feuerball spielen. Dann spielen wir am besten den Prinz, einfach weil er gleich Mega-Ritter spielt. Okay. Er spielt ihn jetzt schon, das ist natürlich nicht schlecht von ihm. Wir spielen wieder die Pfeile. Boah, das ist so ein schwieriges Matchup, ne? Cycle so schnell, Bro. Naja. Das ist keine Chance. Nee, das sieht nicht danach aus. Nächster Inferno-Tor, ein bisschen nach links platziert. Wegen den Mauerbrüchern und dem Miner. Boah, schwieriges Matchup, echt schwieriges Matchup. Inferno-Tor kümmert sich um die Musketierin. Ich spiel mal Lava und hinten, mal gucken. Vielleicht können wir irgendwie damit was anfangen. Er wird vielleicht gleich Mauerbrecher spielen oder so. Ich spiele auf jeden Fall die Pfeile. Ich bin Prinz. Jetzt spielt er halt die Mauerbrecher und wir könnten verloren haben. Ey, ich kann es nicht verteidigen. Ey, das ist so crazy. Schwieriges Matchup. Schade. Damit stehen wir jetzt beide 3-1, ne? Oder hast du gerade verloren oder hast du gewonnen? Ne, du hast gewonnen, ne? Ja, du hast gewonnen. Ja, ich hab gewonnen. Ja, beide 3-1. Okay, wir haben Elixiergolem Skelettfass. Ach du meine Güte, Doppelhexe. Ich darf anfangen, eine Karte wählen. Ich glaube, da muss ich ja eigentlich schon. Okay, man könnte auch Skelettfass Miner natürlich bauen. Aber ich gehe lieber, glaube ich, auf. Boah, schwierig. Was mache ich? Ich weiß auch nicht, was ich machen würde. Ja, doch, ich muss eigentlich. Ich muss den Elixiergolem nehmen. Oder? Ja. Oh, schwierig, weil das Problem ist, ich brauche auch die. Das, nee, ich nehme die Nightwitch. Weil man kann nicht den Elixiergolem ohne die Nightwitch spielen. Das funktioniert nicht. Klar, du kannst jetzt den Elixiergolem nehmen. Dann kann ich aber auch noch meiner Skelettfass oder so versuchen zu spielen. Okay, du nimmst den meiner. Egolem Doppelhexe. Ja, wäre natürlich geil, aber. Lua-Sturm ist auf einer hohen Basis geil. Nice. Ja, Lua-Sturm ist echt. Er könnte Radiosprecher sein. So, ich würde sagen, ich nehme Elixiergolem. Okay, du spielst. Bei dem wird einfach krass sein, Bro. Ja, meinst du? Ja. Dann nehme ich noch. Ich nehme noch die Valkyrie. Ich brauche noch eine solide Karte. Ich muss die Valkyrie nehmen. Okay, Spearguards, dann. Skelettfass-Spiegelklon, easy win. Ja, mal gucken. Mal gucken, was Lua hier baut. Wo ist Spiegel? Okay, ich nehme Spiegel, Bro. Alter, was zum Teufel baust du da? Okay, was mache ich jetzt? Also, eigentlich würde sogar das Skelettfass noch gut bei mir reinpassen.
Weil ich nicht weiß, was ich picken soll, aber das wäre halt übelst fies, weil ich das Goal so wegpicken würde. Ich überlege gerade mal. Boah, schwierig. Ich will eigentlich den Bombtower haben, aber es gibt zu viele Gebäude. Ne, ich muss die andere Hexe noch nehmen. Ich glaube, ich nehme einfach die normale Hexe. Ich spiele einfach Doppelhexe und dann spiele ich Klon. Oh mein Gott, ja, oh mein Gott, Leute, wir spielen jetzt Doppelhexe-Klon, Leute. Wir spielen jetzt Doppelhexe-Klon. Halt Bock drauf. Mal gucken, ob das funktioniert. Okay, dann nehme ich den Skeleton Barrel. Und dann. Bomb Tower. Spell ist richtig, ja. Dann spiele ich auf jeden Fall noch die Hütte. Einfach um die Gegner abzufangen mit der Doppelhexe und der Hütte. Und dann. Dann. Boah, was würde ich wählen, Chat? Was würdet ihr. Würd ich jetzt, soll ich jetzt den Rage wählen oder was wähle ich jetzt? Clone Rage Broken? Vielleicht, man weiß es nicht. Erdbeben? War die echt Erdbeben? Ja, okay, Erdbeben. Ja, doch, Erdbeben ist solide. Ja, Leute, chillt mit eurem Rage. Ich nehme Rage nicht. Alles gut, ich nehme Erdbeben. Rage ist Trash. Wobei, vielleicht krieg ich ja Rage, außer Loja nimmt. Ja gut, Loja nimmt es. Nice, ich krieg Rage. Okay, nice. Nice, jetzt hab ich auch. Ich hab Rage, Klon und Erdbeben. Neben Spiegel die drei schlechtesten Spells im Spiel, aber irgendwie passt das trotzdem einigermaßen sogar noch ins Deck. Alter, das Deck ist ja so weird. LOLXDES, danke für die 100 Bits. Schreib viel Glück. Ja, viel Glück, danke. Ich werde das Glück auch brauchen, weil ich glaube mit dem Deck, ja, gut. Also, das könnte weird werden, das Match. Das könnte weird. Oh mein Gott. Alter, Chat, ich liebe euch. Chat, ich liebe euch. Oh mein Gott. Mein ganzer Chat meint, ich soll Erdbeben nehmen und jetzt spiele ich gegen X-Wing. Oh mein Gott, Chat, danke. Kuss geht raus. Oh mein Gott. Ich glaube, ich hätte den Erdbeben vielleicht sonst nicht genommen. Ich hätte einfach aus den Rage genommen. Dann hättest du, glaube ich, vielleicht noch Erdbeben genommen. Oh mein Gott, so wichtig einfach. Ich habe einfach den scheiß Erdbeben. Danke, Chat, danke. Ihr habt mich gesaved. Ihr habt mich absolut gesaved, Mann. Okay, warte mal. Warte, was? Was? Ja, das spielt mit Ice Wizard Nado. Ja toll, ich hab Doppelhexe Klon, Louis. Ich hab da nur Vault. Das schmeckt jetzt nicht so, muss ich sagen. Ja, und du kannst auch nichts gegen sein Ice Wizard machen oder Arches. Oh. Okay, Rage. Und dann Klon gleich, nachdem der Nado kam. Ist das gut? Naja, der kriegt jetzt zu viel Elixir. Ich meine, 4 Elixir, aber das ist. Das ich wollte gerade sagen, der kriegt ja jetzt nicht doppelt so viel Elixir durch die Spiegeldinger, ne? Ne, kriegt er nicht. Doch. Hä, er kriegt doch jetzt doch. Nicht. Er kriegt doch nicht 8 Elixir, oder? Der bekommt 8 Elixir, doch. Im Ernst jetzt? Ja. Wenn man E-Golem klont, kriegt der Gegner 8 Elixir? Ja. Ich hab grad den Elixier-Golem geklont und der Gegner hat 8 Elixier bekommen, aber er hat einfach nichts gemacht. Bitte was? Ich hab noch nie einen E-Golem geklont. Ich hab noch nie Golem und Edwin gespielt zusammen in einem Deck. Warte mal, was? Wie lost ist das denn? Das ist ja dann das allerletzte, was man machen darf, den E-Golem zu klonen. Ja. Gut, dass ich es gerade gemacht habe, perfekt. Wir spielen hier die Hexe, spielen E-Golem zum. Okay, was ist das für ein Push? Spiel Erdbeben, okay, der Erdbeben lohnt sich. Oh mein Gott, der Erdbeben-Blick war gerade sogar echt. Der hat sich sogar echt gelohnt. Wir spielen Kobolde. Ey, aber what the hell? Was soll ich denn machen in dem Matchup? Der kann einfach mal in der Rocket zeigen, du kannst nichts machen. Wenn er gut ist. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass er super gut ist, aber. Erdbeben. Ja, aber der kann so schnell sein. Rage. Sagen. Nachthexe. Also wieder ja, klonen kann ich halt nicht. Ich kann ja nicht den E-Golem klonen. Das ist ja lost. Wie soll ich da durchkommen? Okay, wir machen jetzt einfach wieder Double Lane Pressure. Nichts hier gut und wir gehen rein. Und er geht auch rein. Egal, wir warten kurz. Der fokus kurz auf den. Hä? Wieso tut er. Hä? Wieso hat er auf den Turm gefokust?
Ich hatte Elysium war irgendwie out of range oder wurde gepusht. Wie lost. Oh mein Gott, der hat verloren. Er kann Rocket drauf fahren. Oh ja. Mein Gott, der hat verloren. Junge, unmöglich. Unmöglich. Unmöglich, ja, dieses Matchup zu gewinnen. Nicht, er spielt Eismagier Nado. Ich hasse es nicht, Mann. Oh nein, Junge, ich spiele gegen einen Pro-Player. Lol, du spielst gegen Isaporon. Für welchen Team hat er gespielt? War der nicht sogar in einem. War der nicht CL Asia sogar? Ich glaube, der war in CCGS. Stimmt, oder oh. CCGS? Auf jeden Fall hat er irgendeinen Wettbewerb mitgespielt. Der ist übelst gut, der Spieler. Immer spielt mit dem Deck einfach gegen Pro-Player. Aber, oh mein Gott, du hast zwei Gebäude. Du hast Bomb Tower Tesla. Er spielt Ballon. Aber du hast kein Spell gegen seine Bats. Ja, die Bats, die machen ein Problem. Okay, du willst King Tower aktivieren. Oh mein Gott, das ist smart. Klappt das? Nein. Nee, oder? Reicht das? Aber nee, es reicht nicht, oder? Ich hatte kein Tesla im Cycle, Bro. Und ich habe auch. Oh, wie so schwer. Ja, du hattest so einen schlechten Cycle. RIP. RIP, RIP, RIP. Free to play kommt noch kurz danach. Nach dem Duell. Ey, Mann. HSV, das machst du mit Ausrufezeichen Redeem Friendlink. Dann kaufst du DFL. Bitte, keine. Okay, GG. Ah, ich kann auch nichts gegen seine Bats machen. Ja, du hast ein dickes Problem gegen seine Bats. Und vor allem, er ist halt einfach ein extrem guter Spieler und du hast halt echt ein richtig, richtig schlechtes Deck. Hey, guck mal, du machst einen guten Push, du investierst dein komplettes Elixier und du kriegst halt nur seinen halben Turm. Das ist halt belastend. Hier ist das Turm. Hm. Aktuell spiele ich kein Handball mehr, aber ich habe mein Leben lang Handball immer links außen oder im Mitte gespielt. Wie macht ihr das mit dem Draft? Das ist über eine Website, die Verotech erstellt hat. Verotech, ein Mod von mir und auch Brixwood zum Beispiel. Und der erstellte oder hat die Website erstellt und da können wir halt dann jeweils die Karten draften und so weiter. Und es gibt einmal ein Draft Royale, wo wir das zum Beispiel zu dritt machen, wo man dann 32 Karten hat und dann 24 fehlt, also jeder 8 Karten. Und du und ich machen jetzt aber die Hardcore-Variante, nämlich das unmögliche Draft, wo man einfach nur 16 Karten hat und ja, damit halt dann spielt. Ich glaube, dieses Draft Royale haben wir auch noch nie in der Grand Challenge gespielt. Noch nie, weil es einfach unmöglich was ist. Cooler Typ, dieser Verotech. Ja, da ist Verotech gerade im Chat. Verokech, mein absoluter Ehrenmann. Oh mein Gott, warte mal. Hä? Was hast du mit ihm gemacht? Wie hast du den Turm geholt? Was? Wie hast du den Turm geholt? Okay, du hast ihn halt predicted, aber es bringt dir nichts. Warte mal. Kannst du das Game vielleicht sogar gewinnen? Mhm. Warte mal, was zum Teufel geht hier gerade ab? Alter Loja, wenn du das Spiel gewinnst, ne? What the hell? Das sah aber komisch aus. Du liegst zwar noch leicht vorne, aber gleich nicht mehr. Aber du kannst vielleicht irgendwie mit Skelettfass oder Koboldfass klonen was machen. Das ist ein bisschen Damage. Das ist guter Damage, das musst du nur verteidigen, ja, nur ist leicht gesagt. Oh mein Gott, warte mal. Koboldfass. Er hat Snowball ready. Nein, kein Hit. So knapp verloren. Oh mein Gott, du hast einfach fast gewonnen. Einfach gegen Isaporon. Er lacht doch einfach nur. Er weiß, dass das war einfach kein normales Deck von dir, Louis. Ja, es gibt eine Win Condition. Ne, zwei. Ich gebe wieder noch meine. Okay, jetzt bist du als erstes dran. Louis kann auswählen. Louis wird zu 99,999% den Royal Giant nehmen. Macht doch absolut Sinn. Mal gucken, was ich dann noch bauen kann. Oh, du nimmst den Poison. Du nimmst nicht den Royal Giant. Ich brauch Poison. Okay. Ich muss einen Spell haben, Bro. Ich habe zeigen Flow nur, weil ich keinen Spell hatte. Okay, dann nehme ich den Royal Giant und dazu die Nachthexe, würde ich einfach mal behaupten. Okay. Royal Giant Nachthexe, das ist schon mal ein solider Start. Ich habe auch Glück gehabt, dass Leute nicht den Royal Giant genommen hat, aber er wollte schon die Poison haben.
Poison war gute Wahl. Ja, okay, vielleicht war Poison auch eine gute Wahl von Lloyd. Er kann sich halt auch ein geiles Miner-Deck bauen, ne? Ja. Miner ist gepickt. Ich nehme auf jeden Fall den Ofen. Oh, nicht den Tesla. Ich nehme den Ofen. Und ich nehme den Snowball. Um auch einen soliden Spell, zumindest einen kleinen soliden Spell dabei zu haben. Snowball okay. Und Ofen. Ich glaube, das ist solide. Ich glaube, das ist solide. Baust dir ein Deck mit Prinz und jetzt wahrscheinlich noch mit Tesla. Oh, Alter, du hast schon ein sehr defensives Deck. Ich glaube, damit kannst du halt echt gewinnen. So, dann würde ich sagen... Oh, es gibt ja echt nicht mehr so viele Karten. Ja. Ja, was nehme ich denn jetzt? Range. Nehme ich Zappies. Und... Ja... Nimm den Lightning. Boah, das ist ja eine sau-weirde Auswahl. Eine sau-weirde Auswahl. Lightning. Zappies. Ich denke mal, Leute, würde ich die Skelet Army nehmen, ja? Ja, was und jetzt? Was mache ich? Boah, ich hätte auch Skarmy nehmen können, ne? Ich hätte vielleicht lieber Skarmy nehmen sollen. Stimmt. Wie dumm von mich jetzt Skarmy nehmen sollen. Dann hätte ich... Leute hätte ja niemals den Lightning gepickt. Ja, es war lost. Das war das von doch, mir. Ich hätte Lightning gepickt. Lightning Skarmy hätte ich eine Chance gehabt. Echt? Okay. Ja, dann war's vielleicht sogar besser für mich so, weil ich brauche auf jeden Fall den Lightning. So, die Frage ist, was mache ich jetzt? Ja. In the Dime or the Rage? Boah, das ist echt weird. Ich glaube, ich nehme die drei Musketiere. Und... Ja, ich glaube den Rage. Oder nee, ich nehme Goblin Cage. Boah, das ist weird. Das ist sau okay, weird, das Deck. Du bekommst Rage. Du bekommst den Rage. Ja, der Rage ist halt useless irgendwie, keine Ahnung. Er kostet halt 2 Elixir. Wenn der Rage 1 Elixir kostet, ist er stärker. RG3M, lul. Ja. Rohat, das ist ja fast dein Deck, Kappa. Ja, du gehst jetzt mit deinem schönen Miner Poison Deck in das nächste Game und spielst gegen PFMG, Ausrufezeichen, was auch immer das jetzt genau heißen soll. Two birds, one stone. Genau. Das ist ein Clan. Ah, okay, das sehe ich leider nicht. Man sieht ja immer die Clans nicht, das ist so lost, ne? Warum auch immer das so ist, aber man sieht einfach nicht mehr den Clan von den Gegnern, wenn man zuschaut. Wie kann man sehen, wie viele Floppy-Punkte man hat? Es gibt einfach ein Ausrufezeichen Scoreboard, da kannst du zum Beispiel Scoreboard sehen. Ja. Da siehst du eigentlich so die höchsten Leute, dann kannst du auch selber runterscrollen. Okay, so ich würde wirklich scheint. Streamst du jetzt regelmäßig? Ja, ich streame jeden Tag. Ich streame jeden Tag Kimbabe. Jeden Tag. Vielleicht heute auch nochmal Late Night, je nachdem, ob Morten streamt oder nicht. Morten will vielleicht über Late Night streamen, weiß aber noch nicht, weil er sehr kaputt ist. Das heißt, vielleicht streame ich heute Abend nochmal, vielleicht nicht. Keine Ahnung, mal gucken. Ihr kriegt, glaube ich, wenn ihr Ausrufezeichen Scoreboard macht, vom Bot eine Nachricht und der zeigt euch dann, das Scoreboard. Ich hab kein Reset. Ah, oh, also schon wieder GG. Ich hab nichts. Alter, du spielst schon wieder gegen Sparky. Du hast halt echt so ein Problem. Du musst eigentlich die ganze Zeit gegenpressuren. Aber das ist halt auch schwierig gegen sein Deck. Boah, das schmerzt. Das schmerzt. Und er hat halt einen Sepp, ne? Ja. Boah, schwieriges Matchup. Also wenn du das gewinnst, dann... Morgen meint er streamt gegen 2045. Okay, das streamt morgen Late Night. Okay, gut zu wissen. Ja, das wird... Das ist eine sehr gute Frage. Die kann ich dir auch nicht genau beantworten. Dark Prince hinten, okay. Du hast deine Barbarenhütte am Start. Ja. Er spielt den nächsten Sparky. Boah, das schmerzt natürlich. Ich muss etwas machen. Er spielt halt aber auch solide, muss man sagen. Er weiß genau, was er tut. Oh mein Gott, so wie. Ja, Giant Sparky ist halt echt. Das ist halt echt RIP. Das ist halt richtig RIP. Er predicted auch noch den Poison. Also, man muss sagen, er ist ein guter Spieler. Also, er weiß, was er da macht. Also, er ist jetzt nicht so komplett planlos oder irgendwas. Also, klar, jetzt. Nicht super, super gut, das weiß ich nicht, aber er weiß, also zumindest gerade der Poison Predict war nicht schlecht, das muss man sagen.
Boah, ja. Alter, Loel, das schmerzt, das zuzusehen. Du hast echt wirklich überhaupt gar keine Chance. Also, du hast so wirklich überhaupt gar keine Chance. Ja, die... ja, ich glaube, ja, das ist keine Chance. Okay, wenn ich jetzt verliere, dann sollte es unentschieden stehen. Dann werden wir vielleicht den Gewinner per irgendwie 1v1 Draft Royale ermitteln. Aber vielleicht gewinne ich ja auch. Mal gucken. Ich würde sagen, wir gehen ins Game. Ich würde sagen, ich gehe ins Game. Also, die wird 220 Siege. GG. Okay, ich spiele gegen Nova Stony. Okay. Okay, okay, okay. Ich bin im Ofen. Ich habe im Lotto gewonnen. WTF. Wir random einfach. Er schreibt einfach im Chat, ich habe im Lotto mal gewonnen. Und dann noch 8 Ausrufezeichen. So, die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachricht fake ist, ist so 90%. Und diese anderen 10%, die sind halt einfach, keine Ahnung, die sind halt einfach random. Vor allem, er sagt ja auch nicht wie viel. Er sagt dann, ich habe Lotto gewonnen. Hast du 10 Euro gewonnen oder hast du 1 Euro gewonnen oder hast du. So, das ist so weird, Alter. Wie kommt man auf sowas? Wie schreibt man sowas rein? Okay, ich würde sagen, ich split mal die Muskeltierrennen. Ich split einfach mal die Muskeltierrennen. Was spielt er bitte? Das ist eine sehr gute Frage. Sieht nach Mauerbrecher aus. Okay, ich will einfach meinen aus seinen Muskis. Das ist ein bisschen lost von ihm. Die Maske ist überleben. Ich würde sagen, ich bin Royal Drainter Form. Mal gucken, was er jetzt hat. Ein Bubble würde ihn natürlich jetzt hier retten. Er hat einen Lock, das ist natürlich auch gut. Aber ich bin meine Poison. Boah, meiner Poison, okay. Ja, aber ich habe. Ist okay. Ich glaube, das kann ich gewinnen, weil ich habe Royal Giant Lightning gegen sein Tesla. Also das. Er hat minus 50 Euro gewonnen, ja, mein. Wahrscheinlich. So, ich würde sagen, ich bin Ofen. Er spielt einen Poison. Er spielt immer den Poison einfach auf den Ofen raus, deswegen kann ich ja mit den drei Musketieren so ganz gut reingehen, theoretisch, aber ja, auch nur theoretisch. Die Seppis sind eigentlich solide in dem Matchup. Die Seppis kann ich einfach hinten splitten, so, ja. Ich will doch den Timing an den Furnace, ich will den Poison an den Furnace. Wenn man das richtig spielt, dann bekommt der Furnace nicht mal einen Hit. Ich glaube, ich Lightning jetzt sogar den Magic Archer, einfach weil ich den Lightning jetzt noch nicht brauche gegen Tesla und der Magic Archer macht mir so Probleme. Nightwitch, Snowball. Okay, ich habe ein Bett nicht getroffen, aber ist egal. Jetzt können wir wieder in den Ofen bringen. Er wird wahrscheinlich ein Poison spielen. Wir splitten die Seppis hinten. Wir spielen hier dann Musketiere. Ja, oh mein Gott, wie schlecht der Poison von ihm war. Klar, war auch ein bisschen Timing-Luck, aber der Magic Archer nervt halt. Er stackt halt einfach den Magic Archer und ich kann nicht so viel machen gegen den Magic Archer. Ich spiele jetzt hier rechts den Royal Giant und jetzt muss ich halt irgendwie versuchen, den Tesla zu lightningen. Das kriege ich auch hin, aber es ist zu spät. Ja, es ist zu spät. Ich, ist schon fast tot. Ja, er wird jetzt vielleicht noch mit Miner springen. Nee, macht er nicht. Okay, das hat mich auf jeden Fall gegen seinen Miner aus dem Nachtexer. Ja. Seppis hinten. Ah, jetzt könnte er einen Poison guten bringen. Ja. Ach, aber ich hatte was auf Stand-Down. Ja. Jetzt kann ich halt. Oh, oh, das ist aggressiv. Jetzt kann ich reingehen mit Royal Giant oder mit Lightning. Das kann jetzt gut werden. Oh mein Gott, der Lightning kriegt Value. Und jetzt wird er Bats bringen. Und die predicte ich, warte. Und zwar jetzt. Okay, gut, nicht wirklich predicted, aber die Bats gehen down. Ich glaube, ich habe gewonnen. Ich glaube, ich habe gewonnen. Boah, Alter, ich muss sagen, diese Challenge ist so unmöglich einfach. Also, ich stehe jetzt 4-2. Du bist ja bei 3-3 rausgeflogen. Das Ding ist halt einfach, man hat 16 Karten. 16 Karten. Im Spiel gibt es aktuell 97 Karten, glaube ich. Oder? Ja, 97 Karten. Ja. Von 97. Ey, da können halt echt. Wir haben halt teilweise so 7 Spells oder so dabei gehabt. Dann hatte man teilweise zu viele Gebäude drin. Ja. Das ist halt echt eine schwierige Challenge. Aber ja, GG auf jeden Fall an der Stelle.